Deine. Nee. Die. Assalamu alaikum. Ja, es ist Winterzeit. Es ist kalt, aber alle sind im Kaufrausch. Feiertage sind keine Ruhezeiten mehr, denn Geschenke müssen gekauft werden. Man sieht die Familie nach langer Zeit wieder. Aber was hat all das mit uns zu tun? Wir Muslime sehen uns als Teil dieser Gesellschaft, in der die Mehrheit christlichen Vorstellungen folgt. Und das respektieren wir natürlich und wünschen allen erholsame Feiertage. Aber wie steht der Islam zu Weihnachten? Zu Deutsch Maria steht Bismillahirrahmanirrahim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. Und erwähne im Buch auch Maria, als sie sich von ihrer Familie nach einem östlichen Ort zurückzog. Und als sie sich von ihnen zurückzog, da sandten wir unseren Engel Gabriel zu ihr, der für sie als ein vollkommener Mann erschien. Und letztendlich überbrachte er ihr die Botschaft, dass sie einen Sohn gebären wird, der als Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen sprechen wird. Das heißt, Jesus wird nicht nur in der Bibel genannt, sondern auch im Koran. Aber wir Muslime sehen in Jesus eins der wichtigsten und größten Propheten und Gesandten Gottes, jedoch nicht Gottes Sohn. Und seine Geburt, die mit dem Weihnachtsfest gefeiert wird, hat bei uns keine religiöse Bedeutung, zumal sein Geburtsdatum nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist. In der dritten Sure wird gesagt, Bismillahirrahmanirrahim, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Und damals sprachen die Engel: O Maria, siehe, Allah verkündet dir ein Wort von ihm. Sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn der Maria. Er ist angesehen im Diesseits als auch im Jenseits und er gehört zu denen, die Allah nahestehen. Und in der 61. Sure werden seine Aufgaben genannt, nämlich: Er ist Bestätiger der Tora, der Schrift, die vor ihm kam. Er ist Bringer froher Botschaft, das heißt seine Offenbarung, die er erhielt. Und er ist Vorbereiter und Wegbereiter für einen neuen, weiteren Gesandten, der Mohammed heißen soll. Und er bekommt die letzte Offenbarung Gottes, nämlich den Koran. Wenn wir also die Weihnachtszeit nicht nur als etwas Kommerzielles ansehen, ist es für beide Religionen gewinnbringend und führt zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und das benötigen wir dringender denn je. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald.